So Leute, heute geht es mal wieder raus an die frische Luft. Es geht nach Harajuku die Yoko treffen und ein ganz bestimmtes Café stürmen. Wer aufmerksam meine Videos schaut, wird vielleicht gemerkt haben, dass ich schon mal in diesem Café war. Yep, genau. Es geht heute in das zweite Boneless Dog and Cat Café, das vor einigen Tagen geöffnet hat. Ich kann euch das alte Video ja mal unten verlinken. Wer sind diese beiden eigentlich? Bei Boneless Dog and Cat handelt es sich um Sticker der Messenger-App Line. Mittlerweile gibt es auch viele Goodies zu den beiden dicken Tierchen. Ich mag die beiden so sehr und deswegen wollte ich unbedingt in dieses Café. Nun aber genug der langen Vorrede. Los geht's! Wuhu! Was zur Hölle? Das Café befindet sich an genau dem gleichen Ort wie das andere zuvor. Das Gebäude befindet sich am Ende der Takeshita-Dori auf der anderen Straßenseite. Ich bin schon sehr auf das Menü gespannt und ich habe auch schon richtig Hunger. Genug gewartet, rein geht's! Am Anfang wird man nach seiner Online-Reservierung gefragt und muss sich vorab entscheiden, was man essen möchte. Man kreuzt dann das jeweilige Wunschgericht oder Getränk auf einem separaten Zettel an. Als Extra gab es diesmal Sticker und eine süße Unterlage. Besonders die Idee mit den Stickern fand ich total cool. Leider ist es im Café selbst recht dunkel. Daher entschuldige ich mich für die etwas nicht gut beleuchteten Videoaufnahmen. Verzeiht mir. Ich wollte unbedingt dieses Roast Beef Sandwich. Das war auch richtig lecker. Und dazu gab es einen Tee. Die Yoko war heute ganz süß unterwegs. Sie hat sich auf die Desserts gestürzt, die auch total niedlich aussahen. Der Donut war sogar mit Goma-Geschmack. Mittendrin wird man dann aufgerufen mit einer Nummer, die man am Eintritt erhalten hat. Und man kann sich die ganzen Goodies anschauen. Sie hatten wieder so viele süße Sachen dabei. Wenn ihr auch gerne das Café besuchen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung alle nötigen Informationen dazu. Denn wie es in vielen Themencafés immer der Fall ist, ist auch dieses zeitlich limitiert. Heute waren wir auf einem richtigen Kaffeetrip. Danach ging es nämlich in ein Latte-Art-Café, das zum Glück auch heiße Schokolade anbietet, da Yoko und ich keine sonderlichen Kaffee-Fans sind. Ich habe mir einen Fukumaru gewünscht und sie sich einen Lidakuma und oh mein Gott, schaut sie euch an, total niedlich. Ja.
Und hinterher gab es dann noch Puddies, absolutes Pflichtprogramm. Die Webseiten der beiden Cafés findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Ich will mich an dieser Stelle nochmal bei allen Subscribern für ihr Interesse bedanken. Ich habe in letzter Zeit wieder ein paar dazu bekommen und wollte einfach mal Danke sagen. Es macht mich so glücklich, dass ich meine Erfahrungen und Erlebnisse mit so vielen Menschen teilen kann. Wenn ihr Ideen oder Wünsche für Videos haben solltet, dann immer ab in die Kommentare damit. Ich lese alles. Tausend Dank für alle Abos, Likes und besonders die vielen lieben Kommentare. In diesem Sinne, viele liebe Grüße aus Japan. Bleibt dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!